diesen Abend nicht alleine hier verbringen, für die unvergesslichen 6 Stunden, die jetzt vor uns liegen, habe ich mir Deutschlands beliebteste Let's Player an die Seite geholt. Mach mal ordentlich Lärm! Hallo! Na, ihr Bekloppten! Kalt ist es, ne? Was gar nicht. Pass auf. Wem ist alles kalt? Einfach mal die Hand heben. Ja, das geht doch. Einfach gegenseitig wärmen, ein bisschen enger zusammenrücken. Dann kommt der weihnachtliche Gedanke schon mal rüber. Da ist ein bisschen Liebe im Raum. So, Jungs, wie sieht's aus? Ihr als Gamer, ne? Ja. Also ihr müsst doch diesen Verkaufsstart der PlayStation 4 schon gar nicht mehr abwarten können. Ja, wir sind ja hier. Seit gestern schon eigentlich. Wie groß ist denn die Vorfreude? Boah, das kommt drauf an. Wenn ihr natürlich heute auch eine mitnehmen dürft, dann steigt die Freude natürlich gleich nochmal doppelt so hoch. Das heißt, wir springen nachher nochmal ein bisschen nackt im Kreis. Mach's auch mit. Also wenn ich auch eine bekomme, dann werde ich nachher nackt im Kreis springen gemeinsam mit. Habt ihr gehört? Da hinten an der Flamme. Also ich muss sagen, es wird eine geile Konsole. Wir durften ja vorher schon mal anspielen und es ist echt ein geiles Teil. Du siehst halt eine Revolution in Sachen Grafik, ganz klar. Der neue Controller mit vielen neuen Optionen, auch mit dem Touchpad und so weiter und so fort. Also ich freue mich sehr drauf und ich finde es geil auch auf die neuen Spiele. Ich bin ja eh ein großer Fan auch der PlayStation 3 gewesen, auch mit Beyond the Souls, The Last of Us und sowas alles. Hat richtig Laune gemacht, es wird eine super Sache. Auf jeden Fall. Man freut sich vor allen Dingen auf noch mehr Augenringe, weil man noch mehr zum Zocken hat. Das wird natürlich ein Geschenk quasi. Das werden lange Nächte auf jeden Fall, die nächsten Tage. Apropos lange Nacht, wir haben ja auch so ein Riesenprojekt noch zu stemmen, ne? Am Samstag. Ich werde ja auch wirklich bombardiert, Sie sagen bei Facebook und Twitter, was jetzt mit Last Man Standing 2 ist. Erzählt doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was am Samstag passieren wird. Das Wichtigste ist ja, du bist ja jetzt doch dabei. Hey. So, das war die Frage. Prima. Wir haben jetzt so viele Moderatoren. Moderierst du dann zusammen mit Rudi und Simon? Das wurde uns noch nicht gesagt. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, was ich da mache. Ja, nein, das heißt ja, ist ja reine Community und so. Genau. Ja. Okay. Pass auf. Also, wir haben ja diesmal nicht nur normale Games, wir haben ja eine Menge Shooter, Pipapo, das haben wir alles vorgestellt. Aber wir haben auch zum Beispiel Outdoor-Games, die geplant sind, wie zum Beispiel... Dürfen es nicht verraten, aber wir haben Outdoor-Games. Wir haben richtig coole Spiele, als würden nicht nur am PC gezockt. Es gibt auch richtig geile Games, die werden dann... In der Scheiß-Kälte dürfen wir wieder rumlaufen. Ah, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja, yeah, geil. Toll, danke. Vielen Dank. Aber wir sind ja jetzt noch hier und heute ja, Abend. Ja. Ne? Wir haben eine große Party zu feiern. Und ich habe gerade gehört, es gibt Tänzerinnen. Wollt ihr Tänzerinnen sehen? Ja. Ich bin mal gespannt, was da jetzt... Auch der gute Divitor ist da. Munkelt man. Echt jetzt? Ja. Es kommen noch ein paar andere. Dürfen wir nicht schon sagen? Ja, bestimmt. Es kommen richtig viele Leute auf Musik-Acts, Madcon, MCVD. Kommen wir mal gleich zu. Wir gehen Floyd, es wird einiges. Und ja, da würde ich mal die Tänzerin auf die Bühne bitten. Großer Applaus für die Tänzerin! Kannst du rausgucken? Hallöchen! Oha! Oh, ja, die Arme, das ist kalt. Es muss so kalt sein! Thank you.
Also da kannst du es einfach machen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hol dir keinen Schnupfen. Trink deinen Tee. Denk an den Schaden im Pulli. Ja, der liebe Dilith hat den PlayStation-Controller hier. Da sieht man das gut. Auf dem Silbertablett hier. Der sieht ja heute aus wie James Bond so ein bisschen. Ne? Das, ja, so ein bisschen. Aber sehr elegant. Sehr, sehr elegant. Der Gentleman-Verbrecher. Oh ja, ne? Nicht nur das, wie wir wissen. Ne? Ja, oh nach ja. Dem letzten Petrus Longus, sag ich ja, mal. Ja. Peter Longus. Aha, das ist der Controller. Den haben wir zum Glück noch nie in der Frage. Guck mal, mal gerade hier. Zack, hier. So, das ist jetzt gerade schon mal der allererste Leckerbissen. Und wir zeigen euch jetzt natürlich, wie die PlayStation 4 im Ganzen aussieht. Bitteschön. Ach so. Da sehen wir die Duna. Nee, das sind die Live-Acts. Da haben wir die Donuts gesehen. Die kennt ihr, den Ingo. Kennt ihr noch von LPT? War mir mal LPT-XXL dabei hier von euch? Ein, zwei Leute. Da hinten sehe ich schon mal. Ja, die Donuts können ja richtig aufmischen. Dazu kommt noch MC Fitti, dazu kommt noch... Der kommt noch alles. Es kommt noch ganz viele, aber ich habe gerade gemerkt, das war die falsche Mats, ne? Das war nicht die PlayStation 4. Das war einfach professionell durchgeplant. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt komme ich im Porno. Das ist für die Spieler, die im Handumdrehen in fantastische Spiele eintauchen wollen. Für diejenigen, die keine Grenzen kennen in ihrer Welt, auf ihrem Spielfeld. Eine Spielwiese, auf der man seine größten Triumphe mit einem einzigen Knopfdruck teilen kann. Unterhalten und nicht bloß unterhalten lassen. Für alle, die Macht und Freiheit wollen, wirklich zu spielen. Egal wo, egal wann. Für alle, die sich nicht länger ans Sofa fesseln lassen. Sie sind Gegner im Kampf und Freunde im Spiel. Sie sind die Spielmacher. Sie sind die Schöpfer. Sie sind die Erfinder. Sie sind die Spieler. Spielen, wie man es sich schon immer erträumt hat. PlayStation 4. Ja, also die PlayStation 4 ist neu. So, das bedeutet, die erste Challenge gibt einen Punkt und dieser eine Punkt geht schon mal an Bronk. Es war mir eine Freude, mit der Seite zu blasen. Das ist die erste Challenge. Es gibt jetzt noch eine zweite Challenge. Ja, habe ich gehört. Oh, dafür brauchen wir Brause-Dingsbums. Ja, wer würde uns das denn servieren hier gerne mal? Das wird kurz umgebaut. Vielleicht kommt nochmal die Tänzerin rein. Genau, einmal die Seifenlampe mitnehmen. Das ist übrigens der Hendrik. Mach einen Applaus für den Hendrik. Komm. Und jetzt einmal die Brausebecher. Jetzt bin ich gespannt. So. Das ist übrigens Hendrik. Jetzt! Und haut weg. Scheiße. Zweite Bächer, ne? Bitte. Ein bisschen Anfeuer hier. Woo! Woo! Habt ihr alle schon weg? Oh mein Gott. Okay. 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 Kommt noch nichts raus, ne? Ne, ganz entspannt. Kommt auch noch nichts raus. Aber nicht, dass das Zeug dann aus der Nase rauskommt, ne? Ihr seid ja hardcore. Erik ist noch voll entspannt. So ein bisschen kommt der Sabber langsam raus, ne? Ne, bei dir dann, bei dir ist alles trocken. Lockt auf der Basis. Aha. Ja, es wird langsam feuchter, ne? Ja,
Wir haben Zeit. Behaltet es ruhig im Mund. Ja. Wir hätten euch mehr Becher geben müssen. Ich mach gleich einen Unentschieden, wenn es hier so weitergeht. Ja? Unentschieden? Okay. Schlucken! Oh, Also, zum Wohl. War aber lecker. Kann ich das jetzt auf eBay challenge hier? Ich werde verlieren. Quiz fragen, wenn ich echt Quiz. Okay, wir fangen einfach an. Ihr wisst, wie ein Quiz funktioniert. Derjenige, der die Antwort hat, ist so weit drückt und dann kriegt ja, ihr den. Ja, also ich bin 1, er ist 2. Ja, genau. Bald. Ja. Der Doof ist 2. Also hört gut zu. Auf dem PlayStation Controller gibt es auf der rechten Seite 4 Tasten. Welches Symbol ist auf der Taste 2? Also 2, das ist natürlich ein X. Ein X ist richtig! Yeah! Yeah! Ich war geraten! Ja! Du warst zu schnell, du hast gedrückt, bevor die Frage zu Ende war. Ja, ist doch egal. Naja, man darf drücken, sobald man glaubt, okay. Man wüsste die Antwort. Aus welchem Spiel stammt folgende Titelmelodie? Zuhören? Ich hab dich angespuckt, Entschuldigung. Ja, finde ich toll. Ist die Brause. Weiter. Die Titelmelodie, Hallo Regie. Oh. Das funktioniert ja heute wieder super. Das ist immer typisch, ey. Hört ihr was? Na ja. Killzone? Killzone! Ja. Du hast das gesehen! Es stand gestern auf der Regie-Zeit und wir haben uns noch gefragt, warum steht da Musik Killzone? Toll. Na super. Okay, komm. Der zweite Punkt geht auch an Grosch. So ein erzielter Punkt. Cheater. Okay, ich krieg's auch einen Punkt. Also, eins. Oh, wow. Ich hab's auf Band. Ah, geil. Hauptsache, es passiert nicht mit der Konsole. Einmal mit Profis, ey. Das kommt davon, wenn die Regie beleidigt, weißt du? Ja. Tja. Alles von mir super. Das war's auch. Okay, ja. Ich glaube, wir düsen da noch mit an. Wir sind irgendwie vorne. Würfel von der Technik. Wie war die Antwort? Weiß ich nicht mehr. Jetzt hat er das Falsche sagen können. Ach so. Okay, Nele, entschuldige. Jetzt kommt der Opener. Unfassbar. Ja, so ist das in der heutigen Zeit. Es kann tatsächlich mal so ein kleines technisches Problem dazwischen kommen. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Wie lautet denn der Punktestand? 1-1, ne? Hier. Wir haben, weil er auch einen Punkt gegeben, weil du geguckt hättest. Oder? Aber ich hatte die erste auch schon richtig. Dann heißt es 2-1. Okay. Ja. Dann kommen wir zur dritten Frage. Wie heißt im Spiel Uncharted? Das weiß ich. Die Journalistin, die gemeinsam mit Drake. Elena Fischer. Yes! Ja. Das ist ein sehr geiler Titel. Uncharted 4 freue ich mich auch sehr drauf. Also steht es jetzt 3-2, ne? Das merken. Ein letztes Mal gibt es jetzt Musik. Dieses Mal geht es aber nicht um ein PlayStation-Spiel, sondern um eine Show. Mal schauen, wer von euch als erster buzzert. Musik ab. Das Ding war nicht resettet. Ja. Nee, das Ding war nicht resettet. War nicht resettet? Ach. Aber wir wussten es beide. Also dann geht der Punkt an euch beide. Doppelpunkt. Wie viel steht es denn? 4-3. Wie viel? 4-3. 3-3. Die erste Frage. Du hast am Anfang an wurden 2 Punkte irgendwie gezählt. Stimmt nicht. 3-3 ist gut. 3-3. Achtung, wer spielt im Action-Adventure-Spiel Beyond die Hauptrolle neben Alan?
Willem Dafoe? Ja! Halbverteil! Bei Let's Play ist Halbverteil! Das bedeutet... Haha! Du hast diese Runde gewonnen. Das bedeutet, du bekommst jetzt 3 Punkte. Wie viel stand es vorher? Er hatte 1 Punkt, weil er Seifenblasen gewonnen hat. Das muss ich ja ganz klar sagen. Ach so. Ne? Und das heißt, wer hat gewonnen? Was? Nein! Was? Für das Spiel hier gibt es doch schon alleine schon. Also ein Seifenblasen, jetzt haben wir Quiz. Ein Seifenblasen hast du gewonnen. Das war 1 Punkt. Das aber du bist 2 Punkte, also bist du gerade in Führung. Ja. Ja. Also habe ich gewonnen. Nein, und die Brause? Nein, nicht. Nee, die Brause ging ja, die ging Brause. Ja unentschieden. Die Brause gab 2 Punkte. Das würde, da hatte ich 3 und du hattest 2. Genau. Und das Spiel jetzt gab 3 Punkte. Also habe ich 5 zu 3 gewonnen. 5 zu 3. Alter! Und es gibt eine Bestrafung. Das bedeutet, du darfst nachher als Erster auf der PlayStation 4 zocken und du darfst Wurstwasser trinken. Hey, das ist mein Tag. Du kannst aber froh sein, weil wir wollten zuerst, dass der eine auf dem anderen sitzt, während der andere PlayStation spielt. Kann eigentlich froh sein. Ne? Ja, sei froh, dass ich dann gewonnen hätte. Wenn ich dann gewonnen hätte, wäre scheiße für dich. Ja, das wäre übel gewesen. Hätte mal Knack gemacht. Wie viel trinkst du von dem Wurstwasser? Alles auf, oder? Das ist bestimmt ein Schlöckchen zu. Nee, dicker Schluck. Ja, das kannst du nicht. Jungs, es sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich werde mich auf den Red Carpet verabschieden, beziehungsweise unser Red Carpet wird blau sein, also der Blue Carpet, der da drüben ist. Ihr macht es hier schon mit dem Bühnenprogramm und wir sehen uns nachher wieder, ne? Okay, alles klar. Bis dann. Viel Spaß. Kommt gut an. Danke, tschüss. Grüß die Leute. Alle. So, und wir haben ja einen Gast noch am Start, ja, ja, ja. Den lieben Herrn Albertusson. Seid ihr gut drauf, Leute? So will ich das hören. Alles Bestes. Du bist einfach eine Kante, das ist unglaublich. Immer wenn ich dich sehe, denke ich mir, Alter, was eine Kante. Ach was, das kommt dir so. Komm mal zu dir rüber. Trainierst du noch? Ja, ja, doch. Achso. Und sonst so, was hältst du hier vom Wetter? Ja, ist ein bisschen frisch, aber ich bin trotzdem gut gelaunt, denn ich werde auf jeden Fall eine PlayStation abgreifen, nach Hause gehen und ach, was? Bisschen da komm ich mit anstellen. Ja. Ich will auch eine. Verdammt. Ja, hier sitzt ja an der Quelle quasi. Stehen auch schon viele, viele Leute an. Wie lang ist denn die Schlange mittlerweile? Ey? Eigentlich müssen wir uns auch noch anstellen, ne? Bis zur Straße mittlerweile. Also, sag mal, Leute, habt ihr was dagegen, wenn wir ein kleines Video für Facebook machen eigentlich? Ja! Okay, alles klar. Ist das okay für euch? Ja, wir haben Zeit. Wir machen nur ein ganz kleines Video. Also ich werde in die Kamera sagen, so, wer ist denn alles hier ein PlayStation-Fan? Und dann riecht die Kamera rum und dann schreit er, okay? Mal ein bisschen den Feinden von der anderen Seite, so mal ein bisschen dampfen. Ich bin auch einer. Sehr gut. Alles klar. Was geht ab, Leute? Ich bin egal mit Sarazan und Gronk. Und wer ist alles hier ein PlayStation-Fan? Das ging ja schnell. Das war Albert. Was waren deine Highlights der PlayStation 3? Also ihr wisst ja, ich bin ja ein extrem begeisterter Call of Duty-Zocker. Natürlich, ne? GTA, ganz klar. Natürlich, aber ich muss sagen, Far Cry war auch richtig geil. Und Beyond und Last of Us. Also es gibt eigentlich so viele Titel eigentlich. Ich kann aber am meisten hast du Call of Duty gezockt doch, oder? Ja, so das, zeitlich am meisten gesehen bist du schon mit Call of Duty. Ja, definitiv. Also das hat auch mein Privatleben extrem beeinträchtigt. Also, oh ja. Du bist auch Shooter-Spieler, ne? Ich glaube, das kennt ja jeder. Ja. Und du bist dann bei Call of Duty Ghosts. Hast es, wie ist das angenommen? Ist cool? Oder also für mich persönlich, ich weiß nicht, hat einer von euch schon Ghosts gezockt eigentlich? Also ich persönlich finde... Wer darf schon Ghost zocken? Ich find's ziemlich geil. So macht mir sehr viel Spaß, aber ich bin auch halt so ein Hardcore-Call of Duty-Fan und nehme halt auch alles ziemlich locker auf. Es gibt ja manche Leute, das mag ich nicht und das nicht, aber ich bin da wie ein Chamäleon, weißt du? Ja, es gibt ja auch viele, die noch bei Modern Warfare 2 bleiben. Modern Warfare sind auch sehr, sehr populär noch im Online. Ja, aber es gibt auch Leute, die einfach sagen, ja, das alte Call of Duty war besser, das alte Call of Duty war besser. Das haben die schon so oft gesagt. Ja, also klar. Bis Call of Duty 1 quasi. Das ist ja immer das, ja. Ist immer dieselbe. Das Argument, früher war alles aus Holz, ist immer genau. Das gleiche. Früher war alles besser. Ja, klar. Worauf freust du dich bei der PS4? Was wirst du zocken? Oh, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Ghost halt zu Hause bereit liegen. Ja. Das werde ich auf jeden Fall zocken. Dann Assassin's Creed. Da kommen wir echt mit.
Ja, ja, das ehrlich, ey, sorry, das ist cool. Ja, wir müssen leider mit dem L zocken. Aber wir können ja sagen, ich darf ja gleich selber zocken. Wie? Warum denn? Ja, ich darf ja gleich PlayStation 4 zocken, er muss dafür Wurstwasser trinken. Das ist ein guter Deal. Ernsthaft? Wurstwasser ist auch so ein neues Ding von Sony, das ist ziemlich geil. Alles klar. Das ist gutes Wurstwasser. echt der Hightech-Shit, kann man sagen. Ja, aber Jungs, mal ganz kurze Frage. Also, ja. Worauf freut ihr euch denn jetzt mal? Das interessiert mich mal persönlich jetzt extrem. Also titelmäßig für die PlayStation 4, also ganz ehrlich, Uncharted 4. Das ist der Titel, wann kommt das hinblicke. Das ist ja noch das nicht so ganz... Ja, alle wissen ja, das wollen ja alle wissen. Wir sind doch hier an der Quelle, vielleicht verrät uns der einer. Wir haben einen Sony-Mitarbeiter, der bestimmt irgendwo, dass das vielleicht verraten kann. Ich weiß doch mal, wer gerade... Würde ich gerne wissen, also Uncharted 4 auf jeden Fall. Nathan Drake finde ich super. Die ersten drei Uncharted-Teile habe ich gesuchtet. Und dann freue ich mich noch auf hoffentlich The Last of Us 2 oder sowas. Ach, kommt da noch ein 2? Oh, das wäre schön. Also mal munkelt, ne? Mal munkelt. Sicher ist das noch nicht, aber ich kann es mir vorstellen, bei dem Erfolg. DLC kommt ja auch noch für die PlayStation 3 dann, glaube ich, raus. Ah, okay. Ob es da ein Remake geben wird für die PS4, mal gespannt. Ist eigentlich schon Nachfolger von Beyond Two Souls angekündigt? Nee, leider noch nicht. Leider noch nicht. Das war ja die Macher von Heavy Rain. Das war auch ein geiler Titel auf der PlayStation 3. Oh ja, definitiv. Das haben wir auch gut gefeiert. Also richtig, richtig cool. Es gab viele gute Games jetzt auch auf der PlayStation 3. Da muss man sich echt auch nochmal bedanken für die Zeit, die man mit dieser Konsole hatte. Das war echt eine super Zeit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Nachbar, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, er hat auch schon eine so zu Hause stehen, ja? Was? Ja, eine PlayStation 4. Ja, und er hat es geschafft. Ich weiß es nicht, ich glaube, er hat es aus Amerika, keine Ahnung. Ah, okay, ja klar. Aber die Grafik war echt ultimativ. Also ich stand da echt so und meinte, darf ich auch mal spielen, aber er meinte leider nein. Ja, was soll man machen? Kann ich verstehen. Und der Heideltraut hat übrigens auch schon eine PS4. Ja, der Heideltraut. Der Heideltraut kennt vielleicht der eine oder andere, der hat auch schon eine PS4. Das ist der Online. Der Heideltraut. Der müsste heute hier sein irgendwo. Ich weiß der nicht, wo er ist. Der schreibt sich hier irgendwo rum in der Menge. Wo ist er denn? Sieht man den? Heideltraut! Ach, da ganz hinten, da ganz hinten, okay. Blendet eh, ich sehe nichts. Das ist er nicht. Das ist ein Typ aus GTA, weißt du? Achso, so ein kleiner Drecksack und so. Der geht ja online. Zockt einfach mit einem großen Drucker und da ist der Heideltraut auch am Start. Achso, der ist schon da. Und der ist immer der jeden angreift und dann dafür kassiert. Achso, okay. Und sich dann aber wundert, weißt du? Sich dann aber wundert. Na gut. Aller Guter auf jeden Fall, ganz lieber Kerl. Ganz lieber Kerl. Zockt geht ja online eigentlich, nur mal so ganz kurz gefragt. Damit wollte ich jetzt auch mal anfangen. Ich wusste gar nicht, dass es so geil ist, aber ich sehe es immer bei dir. Du scheinst ja eine Menge Spaß zu haben. Ja, Alter, das ist. Wir machen aber nur Scheiße. Muss man aber sagen. Ja, da muss ich auch mal. Das ist doch GTA. Was macht man da? Ja, eigentlich rumlaufen und. Ja, lustige Aktion. Also, wir probieren ja mal so Challenges zu machen, dass wir da irgendwie vom Hochhaus runterspringen und auf dem Flugzeug landen oder was weiß ich. Klappt meistens nicht. Ja, ihr habt Spaß, Jungs, ne? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich muss damit euch mehr. Das ist ja unser Beruf. Spaß haben. Deswegen sind wir hier auf jeden Fall. Ja, und ganz ehrlich, wenn du jetzt für den PlayStation, würdest du dich auch da anstellen? Also so ganz hinten an der Straße. Also ich muss ehrlich sagen, deswegen bin ich eigentlich auch nur hier. Aha. Du willst dich noch anstellen. Ja gut, was heißt anstellen? Also wenn ich mich da irgendwie reinschmuggeln könnte, wäre natürlich nicht schlecht. Ganz ehrlich, gestern standen wir schon hier, da waren schon Leute am Campen da vorne und ich finde, das verdient einen Applaus. Auf jeden Fall. Ja, gut, Respekt. Das zeigt einfach, dass unsere Community stark ist. Sehr gut. Das ist echt der Hammer. Und vor allem, es war gestern Abend richtig arschkalt. Wir haben uns den Arsch abgefroren, wir sind nur rausgegangen, Arsch abgefroren, zack, Arsch ab. Und dann haben wir geguckt, da haben die echt gekämpft, die saßen da mit Jacken, nicht mal Decken oder so, die saßen echt die ganze Nacht durch. Alter, ich wäre tot. Das würde ich nicht überlegen. Ich mein ja, den nicht auffasst. Ja, genau. Auch nicht meine Mütze, ist das nicht kalt? Eigentlich schon, aber ich bin so aufgeregt, dass die innere Hitze einfach... Ach, so aus. Ja. Das wäre ein bisschen schlecht. Oh mein Jungs. Ja. Was ist dein Plan? Du bist jetzt in Berlin. Was machst du als nächstes, wenn du weiterreist? Du bist ja viel unterwegs gerade. In letzter Zeit viel unterwegs. Also dieses Wochenende, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir mal freigenommen. Ach was, hör auf. Wie geht das denn? Ja, einfach ein bisschen zocken. Das steht aber nicht im Arbeitsvertrag. Ja, das stimmt allerdings. Aber das muss mal sein. Mal kurz so 2-3 Tage einsperren halt. Ne? Ich habe mir genug Chicken Wings gekauft. Muss nicht mehr rausgehen. Natürlich. Aber gut, Ghost halt durchgesucht. Ne? Ach geil. Ja. Wir haben auch noch ein paar andere Leute hier. Die stehen bereit, das sind zum Beispiel der Frodo. Echt? Kennt vielleicht den einen oder anderen. Also, ja. Ach Mensch, da muss man nichts mehr sagen. Und der Lloyd, von dem sind wir. Die Runde wird größer irgendwie. Ach ja, ach, musst du das Mikrofon abgeben? Ach, ist egal. Ihr könnt euch doch zu dritt da hinkuscheln. Wir bräuchten mehr Handmikrofone. Ich hab eins.
Okay, tschüss. Da ist ja alles, was du wolltest. Was machst du hier? Ich meine, in Berlin. Neben so, warte mal. Neben wohnen. Ich hab hier noch ein Mikro entdeckt. Ach, geil. Guck mal hier. Dann dürfen auch alle mal quatschen hier aus dem Wald. Du quatsch einfach rein dann, das geht doch schnell. Genau, da kannst du aber mir mit reinreden, warte. Hallo? Ja, und sonst so? Wetter, scheiße? Jo, geht. Ich meine, du stehst hier im Mantel, bist wahrscheinlich nichts gewöhnt. Ja, wir müssen uns extra neue Jacken holen, weil wir müssen ja 6 Stunden hier in der Kälte rumhängen und das... die Gesundheit. In Berlin ist das Standard. Ein dünner Zwirn. Ich bin halt auch nicht jünger. Nee. Das ist vorbei. Aber ihr habt es ja dafür nicht weit. Ihr kommt ja aus Berlin. Ja. Ist ja quasi ums Eck. Wie lange haben wir gebraucht? Die haben von Stunde, 15 Minuten. Ja, wir freuen uns tierisch auf die PS4. Wir haben auch eine schon vorbestellt, aber immer noch nicht bekommen. Chris, erst morgen wahrscheinlich. Ja, du bist ein bisschen lauter, glaube ich. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter rein. Echt? Warte. Läuft. Könnt ihr den Leute hören? Ja? Ja. Ich sabber jetzt so richtig ins Mikrofon, wenn geht es. Ja, das ist super. Ja. Richtig schön Bass lassen. Also. PS4, ihr greift auch eine ab. Also scheinbar alle, die herkommen, greifen alle ab. Nee, ich hoffe. Greift ihr auch einer? Wir müssen uns nicht drum prügeln. Wer hat denn mal vorbestellt? Wer hat denn vorbestellt hier? Da. Okay, wer hat vorbestellt? Ganz kurz. Das sind ja jetzt nicht so viele. 20. Wer will heute eine abgreifen? Das könnten mehr sein. Natürlich ich. Ach so. Wer ist denn alles haben hier? Wegen Walles Haaren hier? Das ist ja wenig. Deswegen habe ich eine Mütze am extra. Weil ach so. Wer ist wegen Albertus Haaren hier? Das sind mehr. Deine wilde Friese, du Lümmel. Nee, aber ganz ehrlich, eure Highlights für die PlayStation 4. Auf welchen Titel freut ihr euch am meisten? Habt ihr da einen? Ja. Yeah!